Ich würde mal echt gern wissen, obwohl ich kann mir den Link ja nachher abschreiben. Ja. Ich habe es ja aufgenommen. Ja, was ein Zufall. Ja. Weil der hat ja irgendwas geschrieben, irgendwie see all people. Ich weiß jetzt nicht, ob der damit gemeint hat, von wegen, ihr könnt jetzt alle Spieler sehen, weil der irgendwie so eine, weiß ich nicht, Übersicht gemacht hat oder so. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hm. Oder ob sich das einfach alle Leute angucken sollen. Roman verliert die Verbindung. So, also jetzt kommt wirklich lange Zeit gar nichts mehr. Das heißt lange Zeit, ungefähr Minuten. 10. 10? Ja gut, dann rennen wir. Schätze ich jetzt mal so. Frei. Na gut, das können wir hier schon mal abkürzen, ne? Du musst ja nicht den riesen Bogen. Immerhin. Laufen, ne? Ne, das stimmt schon. Sonne blendet. Ach, ist das nicht schön. Meldegarden. Die Wolken. Meldegarden. Die was? Wolken sind echt schön, muss man sagen. So. Schön animiert. Ich habe meine auf niedrig. Es wird immer fotorealistischer. Meldegarden-Plot. Du sollst einen Garten dahin machen. Hab ich vorhin versucht und dann kam direkt die Meldung, nee, das ist zu steil hier. Kann sich auch nicht entscheiden. Ach, da bist du. Ich habe einen Garten gemacht. Wow! Okay, jetzt muss ich mir ansehen. Ich habe da voll den Acker umgegraben, ey. Oh ja. Habe ich irgendwas? Nee. Ich bin vorhin an Dings vorbeigelaufen, an Zucchini. Saatgut. Denn jetzt da? Ich prepare einen Slot for Seats oder so. Da. Ah ja. So ein Spöges. Na gut. Kann man auf jeden Fall mit so einer Eishacke machen. Ich dachte, würde jetzt dann so ein kleines Ding irgendwie umgraben. Weil das ja direkt so ein riesen Teil da macht. Ja, wenn schon, dann richtig. Voll die Grillen, ey. Na, wo, ich riech nix. Ah. Müssen wir jetzt rechts oder geradeaus? Geradeaus. Okay. Wenn wir nach rechts gehen, kommen wir nach Dubrovka. Dubrovka. Das ist ein Häuschen, oder? Ein Auto höchstens. In Dubrovka. Nö, ich will aber hier lang. Da oben in die Scheune oder was das ist. Ich habe noch gar keine Tierchen gesehen. Abgeschaltet. Gibt's hier nicht. Genauso wie Zombies. Hier muss doch immer was Geiles geben. Sogar noch die Tür zu. Oh, eine Axt. Was ist denn das andere? Ein Eispickel. Ach, den habe ich ja schon. Willst du die Axt nicht haben? Nö, ich nehme den Eispickel. Ja, dann tausche ich das aus. Also eine Axt ist, glaube ich, schon geil. Okay, ich pack mal meine Axt weg.
Bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Ach. Das beeinträchtigt doch nicht, wenn man so eine Axt in der Hand hat. Nee. Vor allem, wenn man die auf dem Rücken hat, ohne irgendwas befestigt zu haben oder so. Ist das hier im Spiel oder war das bei mir draußen? Es ist draußen. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich ziemlich seltsam an. Ja. Kann nur draußen sein. Könnte sein, dass es ein Auto ist, was hier rumfährt. Dann würde ich mir die Frage stellen, warum jemand hier rumfahren wird. Weil er ins Landesinnere will? Oder weil der von der Stadt kommt, wo wir hinwollen? So ein Ortsschild gedöhnt, so ein Wegweiser. Nun, naha. Da wollen wir nicht hin. Nicht? Nee. Das ist Polana. Sonne, ne? Wie gesagt, ich wäre immer noch dafür, dass wenn man eine Sonnenbrille auf hat, dass das dass dann... Dass es dann weniger blendet. Mhm. Zumindest in der Ego-Sicht, ne? Nee. Überhaupt. Ja. Ich spiele nie in der Ego-Sicht. Dann macht das Ding eine Linkskurve. Run. Komm, renn! Ich hab dich eingeholt. Nee. Kommen wir jetzt vielleicht dahin, wo mich bzw. uns so ein Zombie erschreckt hat, weil der von hinten irgendwie kam? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir noch. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir in Gorka jemals waren. 50 ist hier. Mach mal langsam. I want to drink something. Sonst werde ich noch geblitzt, ne? Genau. Von der Zombie-Polizei. Ja. Die macht mich dann fertig. Da ist eine Tankstelle, oder? Ja. Warte mal. Wir müssen hier rechts rum. Aber wir können... Na komm, dann gehen wir halt zur Tankstelle. Ich habe eben an der Tankstelle habe ich auch zwei Dosen Pepsi gefunden. Ah, die sind aber schön hier. Blue Check Shirt. Hm. Hast du was? Red Raincoat. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, ob du den brauchst. Red Raincoat? Ja. Weil es hier irgendwie nicht regnet. Auf dem Server macht's gar nichts. Es regnet nicht, es gibt keine Zombies. Keine Tierchens. Können die das eigentlich einstellen, wenn die so einen Server? Bestimmt. Ach, guck mal, eine Pepsi. Ne, eine Spite ist das. Ja, die habe ich nicht gesehen. Okay. Gut, dann ab da hoch. Und dann nochmal, ne? Ein Stück zurück. Oder gleich hier direkt hoch. Über die Wiese. Kann ich direkt mal gucken, ob man sich von dem Stroh hier was nehmen kann. Beziehungsweise von diesem Gras. Nö. Schade. Ist ein Haus? Eine kleine Farm. Ja. Richtig klein. Da ist auch nichts drin. Ja. Alles so, wenn wir der Straße weiter folgen, dann kommen wir irgendwann nach Gorka. Oh, da bin ich mal gespannt. Ich auch, vor allem auf das Auto. Was wahrscheinlich nicht da ist. Doch, das muss da sein. Das muss da sein.
Dann würde ich schon fast vorschlagen, wenn wir da kein Auto finden, dass wir uns da pennen legen. Mhm. Wir haben jetzt schon 3:10 oder so. Ja. Da habe ich auf jeden Fall wieder ganz viel Puffer. Ja, bis fürs nächste halbe Jahr dann, ne? Genau. Ich muss noch für heute hochladen, habe ich ganz vergessen. Ne? Ja, ich muss erstmal meine Videos wieder zurechtschneiden. Ich hab noch gar nicht aufgenommen. Vorhin habe ich noch Sozi-Hausaufgaben gemacht. So. Das ist Gorka. Mhm, schön. Und das war jetzt echt schön. Schön, dass wir da sind. Ich möchte da drüben das große Gebäude. Was ist das für ein Rausch? Hast du was gehört oder? Ich geh mal gucken, ob ich das Auto finde. Achso, ich dachte, es wäre irgendwas gewesen. Nö, nö. Ich muss die Türen zweimal öffnen, damit sie aufgehen. Ach, der Lolli ist hier. Wie der Lolli. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? An den riesen Lolli? Ach, der! Ich dachte, du meinst irgendeinen User. Ach nee. Ich kenn doch niemanden. Ich weiß nicht, konnte ja sein, dass du irgendeinen YouTuber verfolgst oder so, der Lolli heißt. Der zufällig dann auch noch hier ist. Ja. Ja, möglich ist nee. Alles. Da ist. Mach das? Die scheiß Tür auf, meine Fresse, ey. Hier ist kein Auto. Ja, vielleicht hier hinten dran. Ach, ihr wollt mich doch verkackeiern hier. Ja, fürs nächste Mal lade ich mir mal meine Dings. Oh, dafür liegt hier jede Menge Zeug. Es ist immer. Working Boots. Ein Helm. Bist du die Straße weiter hochgelaufen oder was hast du gemacht? Ja. Und dann bin ich irgendwann rechts rein. Hier ist gar nichts. Nichts von dem, was mir versprochen wurde. Also bist du bei dem Lolli, oder was? Ja. Ach, nett. Was zu trinken. Oh, was war das denn? Ein Lockpick. Ein Sack. Das ist ein Lockpick. Noch ein Sack, ein Dietrich. Ein Dietrich. Ich wollte gerade Dübel sagen. Ein Dübel. Im Dübel mal so ein Schloss aufmachen. Ach, das kann man aufmachen. Da steht ein Auto, aber das ist bestimmt nicht das Auto. Das Objekt der Begierde. Das Spiel denkt, die Türen sind offen, zu, ja. Offen. Offen. Wenn du zweimal drauf drückklicken musst, dann denkt das Spiel wohl, sie wären offen. Dann schließt du sie nämlich zuerst und öffnest sie dann gleich wieder. Genau, was ist das denn? Farming Ho. 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 I feel thirsty. Eine Schaufel. Ein Licht. Dings. Aber so geil war das hier ja nicht, ne? Hm. Ich geh mal noch ein bisschen weiter, da ist eine Polizeistation. Wo ist die? Ich will da auch hin. Einfach der Straße folgen. Welcher? Ich bin hier. Der breiten, geteerten. Die den Berg hoch geht? Mm-hmm.